Hey Tom, Mama hat angerufen. Es wird wieder spät. Hast du gehört? Mhm. Kannst du deine Sachen nicht packen? Das Thema haben wir doch schon. Das ist eine Riesenchance für mich. Ist auch nur ein Jahr. Bin ja nicht aus der Welt. Nee. Nur auf einen anderen Kontinent. Pass auf. Ich hole die Freitag von der Schule ab und wir machen einen drauf. Nur wir beide. Vielen Dank, ihr zwei. Sehr gut. So, das nächste Referat zum Thema globale Erderwärmung bereiten bitte vor Marie und Thomas. Und bis nächsten Freitag, bitte. Aber ich wollte doch das Referat mit Susan machen. Ja, aber Susan ist krank und Thomas hat noch keinen Partner. Bis Freitag, okay? Referat auch alleine machen. Nee, passt schon. Lass uns nach der Schule in der Cafeteria treffen. Okay? Wie wär's heute Abend? Nee, lass mal.
Ich will danach noch ins Kino. Echt? Ja, echt. Ich schreibe den Text zur Entwicklung. Du machst die Statistiken und suchst die Zeitungsartikel raus. Ich hol mir noch was zu trinken. Du auch? Was? Nee, ich hab noch. Okay. Na? Oh Mann, bist du verrückt? Kommst du heute Abend mit ins Kino? Auf jeden Fall. Ich muss noch circa eine Stunde hier bleiben. Welchen Film guckt ihr denn? Kommt Daniel auch? Ich denke schon. Und es gibt Neuigkeiten, aber das erzähle ich dir später. Ich muss los. Okay. Ich wünsche dir noch viel Spaß. Lass uns den Text zusammenschreiben, okay? Wolltest du nicht was zu trinken holen? Egal. Lass lieber weitermachen. Guten Morgen. Also wir machen heute Geräte-Einzeltraining. Ihr vier geht bitte an die Seile. Ihr drei geht bitte an den Schwebebalken und du nimmst die Ohrringe erstmal raus. Und der Rest geht zum Sprung. Und Thomas Morgenstern, Sie machen als erster Sicherheitsstellung. Ja, mal nicht so langsam. Jetzt zeigen Sie mal, was Sie können, Fräulein Lutz. Hast du keine Augen im Kopf? Was ist denn los, Traumtänzer? Sicherheitsstellung. Was kann ich denn dafür, wenn der Vollidiot falsch springt? Weißt du, was hätte passieren können? Lerne doch mal endlich etwas Verantwortung zu übernehmen. Was? Ich wollte... Raus! 3000 Meter um den Platz, damit du mal ein bisschen Zeit hast, über dich nachzudenken. Und wir machen weiter.